Willkommen zu unserem neuen Kurier-TV-Magazin. Vor allem Schülerinnen und Schüler freuen sich über den 15. November. Es ist nämlich schulfrei am heutigen Leopoldi-Tag in Wien und Niederösterreich. Judith Tieber hat das Leopoldi-Fest im Stift Klosterneuburg für uns besucht. Das Vorbild unseres heiligen Landespatrons im Dienst für die Kirche lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Heute am Tag des heiligen Leopold tümmelt es hier am Stiftkloster Neuburg nur so von Menschen. Doch was macht diesen Ort am heutigen Tag so besonders? Das werde ich jetzt für Sie herausfinden. Wer war denn der heilige Leopold? Wissen Sie das zufällig? Der Markgraf vom Kloster Neuburg. Und wissen Sie, warum wir das Fest heute hier feiern? Weil heute sein Todestag ist, der da gefeiert wird. Wisst ihr, wer der heilige Leopold war? Ja. Was hat er gemacht? Den Stift erbaut. Das Kloster, ja. Das Kloster. Ja, hallo. Und warum feiern wir heute hier? Weil das der Feiertag vom heiligen Leopold ist. So, ja. Das habe ich mich heute nämlich schon mal gefragt. Wissen Sie, warum Sie heute hier sind? Weil wir schulfrei haben. Vom Stiftkloster Neuburg, quasi ein Retter. Also seine Frau hat ein Tuch verloren und er ist auf den Berg gegangen und hat es gefunden. Und wissen Sie, warum wir das Fest heute hier feiern? Ihm zu Ehren. Wer war denn der heilige Leopold? Wissen Sie das? Der Landespatron von Wien und Niederösterreich. Ja, das ist er jetzt gerade. Ja, ist ein Heiliger. Ja. Und warum feiern wir heute? Ja, eben, weil es der Landespatron von Wien und Niederösterreich ist. Wer war denn jetzt der heilige Leopold und warum feiern wir in diesem wunderschönen Stift Kloster Neuburg? Also der heilige Leopold ist der Stiftsgründer des Stiftes Kloster Neuburg und stirbt am 15. November 1136 und wird später dann zum Landespatron erhoben. Und so kommt es, dass eigentlich zur Grabstätte gewallfahrtet wurde und in weiterer Folge entwickelt sich damit dann draußen am Rathausplatz der Leopoldimarkt und natürlich im Stift die entsprechenden Festlichkeiten, so wie sie auch heute noch abgehalten werden. Man sieht, das sind Unmengen an Menschen hier und das große Fass oder das beliebte legendäre Fasselrutschen gehört oder ist ein Muss bei jedem Leopoldi-Fest. Warum macht man das? Also das Fasselrutschen ist eigentlich einmal eine praktische Angelegenheit gewesen, um in dieses 1000-Eimer-Fass oder 56.000-Liter-Fass den Zehent der Weinbauern einzufüllen, indem man mit einer Leiter auf der einen Seite hinaufstieg und mit einem Brett auf der anderen Seite hinunter oder über ein Brett auf der anderen Seite hinunterrutschte. Und 1704 wurde das Fass gebaut, dann war es über 100 Jahre gefüllt und in Verwendung, bis 1809 die napoleonischen Truppen es ausgetrunken haben, sagen wir es mal höflich. Und 1813, das werde ich dann nachher auch noch machen. Und 1813 ist es dann dokumentiert, dass es öffentlich das Fasselrutschen abgehalten wird. Und weil anscheinend die Weinbauern, dadurch, dass sie die Pacht abliefern konnten, dabei ein Glücksgefühl hatten, entwickelt es sich, dass 1813 es dann eben heißt, es soll Glück bringen. Und in weiterer Folge heißt es auch, wenn man über das Fass rutscht, kann man sich etwas wünschen und der Wunsch geht in Erfüllung. Zehend muss man nicht abgeben, aber ein kleiner Eintritt, eine kleine Spende wäre nett. Was ist der Eintritt? Der Eintritt ist bei Kindern 1,50 Euro und für Erwachsene 2,50 Euro und der Reinerlös wird für die Concordia Sozialprojekte gespendet. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen hier verweilen. Das macht mir richtig Spaß und auch Ihnen wünsche ich noch einen schönen Leopold. Können uns Albträume sagen, dass wir in Gefahr sind oder uns etwas aufzeigen? Damit beschäftigt sich derzeit die Schlafforschung intensiv und sie ist die Schlafexpertin in Österreich, Dr. Brigitte Holzinger, und sie ist jetzt bei mir im Studio. Brigitte, schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo. Freue mich über die Einladung. Hallo. Brigitte, können mir Albträume etwas sagen? Also generell gehen wir ja davon aus, dass unsere Träume uns etwas mitteilen wollen oder etwas in uns bewegen wollen.
Und wenn Träume das tun, dann tun das Albträume jedenfalls. Und aus der ganz rezenten Forschung wissen wir, dass Albtraumhäufigkeit, die gestiegen ist, eine Art Alarmsignal sein sollte für verschiedene Dinge. Aber in erster Linie dafür, dass es möglicherweise auch so ist, dass meine Suizidalität gestiegen ist. Wir finden nämlich Zusammenhänge zwischen Albtraumhäufigkeit und Suizidalität. Einerseits Gedanken an Suizid, aber sogar auch schon Gedanken daran, wie man den Suizid begehen würde. Wie kann ich das erkennen, dass ich da vielleicht sogar in Gefahr bin, wenn ich daran denke, vielleicht mir das Leben zu nehmen oder wenn ich da solche, sagen wir mal, schieren Gedanken entwickle? Also wir empfehlen immer, dass wir unsere Träume in der Hinsicht ein bisschen ernster nehmen. Und es ist ja ganz wichtig zu wissen, dass Albträume nicht etwas sind, denen man hilflos ausgeliefert ist, sondern dass da durchaus Dinge gibt, die man tun kann, mit denen man sich selber helfen kann. Mhm. Und es könnte sogar sein, wenn ich die Albträume ein bisschen besser in den Griff kriege, dass ich auch diese schieren Gedanken nicht so häufig erleben muss und dass die vielleicht mit der Zeit sich sogar auch zurückziehen. Wie kann ich Albträumen vorbeugen? Geht das aktiv? Also ich denke mal, ganz wichtig ist auch jetzt, wenn es ums Träumen geht, aber vor allem auch ums Albträumen, dass man auf den guten Schlaf achtet. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber wir wissen, dass Menschen, die 3-4 Mal pro Woche Albträume erleben, dazu tendieren, die zu vermeiden. Und das bedeutet, dass man den Schlaf vermeidet. Das heißt, ich komme gar nicht mehr dazu, dass ich mich körperlich und seelisch regeneriere. Genau das macht man nämlich, wenn man schläft. Und das führt dazu, dass man immer aufgeriebener wird. Das heißt, das Wichtigste ist mal, dass ich auch hier aufs Regelmäßige zu Bett gehen und aufstehen. Versuche zu achten, wenn ich kann. Und dass ich auch genug Schlaf bekomme. Und dann ist immer unser erster Tipp, dass man beginnt, die Albträume aufzuschreiben. Das klingt jetzt vielleicht auch paradox, aber wenn ich mich meiner Angst stelle, die in den Albträumen sehr häufig ausgedrückt wird, und sie aufschreibe, also zuerst erinnere und dann detailreich vielleicht sogar aufschreibe, dann stelle ich mich meiner Angst. Dass ich es rausbekomme aus mir. Ja, genau, sozusagen. Ganz genau. Und das ist sozusagen ein... Beim Albtraum ist es so ähnlich wie bei der Angst. Ne? Die Angst vor der Angst macht die Angst nur viel größer. Ja. Die Angst vor dem Albtraum macht den Albtraum viel größer. Und wenn ich mich konfrontiere, dann wird das oft in irgendeiner Weise greifbarer, was da eigentlich sich ankündigt oder was da sich Luft macht. Weil häufig ist es auch ein Luftmachen. Ich höre immer wieder, es ist entscheidend, was man so quasi in der letzten Stunde, Daumen mal Pi, macht vor dem Zu-Bett-Gehen, womit ich mich beschäftige, ob ich noch vorm Bildschirm sitze, was ich in meinem Fernsehen anschaue, was ich lese vielleicht sogar. Hat das Einfluss auf meinen Schlaf oder auch auf meine Träume? Wir wissen, dass die letzten Aktivitäten sehr häufig in den Träumen dann weitergesponnen werden. Und das kann man zum Beispiel nützen, ich weiß nicht, wenn man es lernen muss, das berühmte Schulbuch unterm Kopfpolster. Nicht der Kopfpolster, aber halt, dass man vielleicht so nochmal sich mit dem Stoff beschäftigt hat, hat einen Lerneffekt. Und wenn ich eben versuche, ein ruhiges Gespräch zu führen oder an was Angenehmes zu denken oder was zu lesen, was interessant ist vielleicht, aber nicht mich, ich soll mal sagen, mit meinen Abgründen konfrontiert, dann ist es eventuell so, dass ein Geborgenheitsgefühl zum Beispiel auch noch nachwirkt in den Träumen. Albträume und Suizidalität oder Gedanken oder schirche Gedanken, sagen wir mal so, hat in letzter Zeit, nehme ich mal an, zugenommen durch die Krisen, in denen wir uns befinden. Ist das was, was du jetzt annimmst, das weiter zunehmen wird? Oder wird sich das irgendwann einmal auf einem gewissen Niveau einpendeln von den Menschen, die betroffen sind, vom Prozentsatz her?
Also wir haben ja an so einer internationalen Studie über Schlaf und Traum und während der Pandemie für Österreich teilnehmen dürfen. Und da haben wir Fragen nach Albträumen gestellt und nach Suizidalität, denn eine Krise kann beides auslösen. Und wir sehen, und das ist ganz neu und international ganz neu, Zusammenhänge zwischen der gesteigerten Albtraumhäufigkeit und der Suizidalität. Mhm. Und es ist jetzt mal ganz wichtig, dass man das bekannt macht und darauf hinweist, weil es sind gerade wieder mal junge Leute besonders stark betroffen. Und die Frage steht im Raum, ob, wenn wir unsere Albträume in den Griff kriegen, es uns auch seelisch besser geht. Als Psychotherapeutin und Schlafforscherin würde ich sagen, das steht nicht einmal im Raum, sondern das ist so. Das ist Fakt. Und daher bitte die Albträume angehen, damit wir uns auch seelisch wieder regenerieren können. Kann man auch bei dir machen in einem Albtraum-Seminar, also Anti-Albtraum-Seminar sozusagen. Brigitte, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir. Ich danke dir, lieber Marcel. In einer neuen Doku nehmen wir Sie mit in die Unterwelt. Michael Baumgartner ist unterwegs durch Höhlen und Gänge, die bei ihm richtig Beklemmung ausgelöst haben. Oh. Jerry, ich kann nicht mehr, Jerry. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Du dich hinlegen und dich auflegen. Wie komme ich wieder zurück? Lass locker, leg dich in den Dreck hinein, hineinlegen, locker lassen, in Ruhe atmen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ganz in Ruhe atmen. Es wird grenzwertig. Eine Belastungsprobe für mich und das gesamte Team. Niemals alleine gehen. Mhm. Niemals. Taschenlampe und Verpflegung mitnehmen. Und nicht nur eins, sondern immer Ersatzgeräte mitnehmen. Mindestens eine zweite Taschenlampe, falls mit der einen Taschenlampe sein sollte. Es sind Einblicke, die den meisten Menschen für immer verborgen bleiben. Wir zeigen Ihnen, was sich unter unseren Füßen befindet. Warst du eigentlich schon mal bei einer Location, wo du wirklich selbst auch Angst gehabt hast oder so ein bisschen Kribbeln zumindest im Bauch? Nicht direkt. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so komisch das auch klingt, du gewöhnst dich an die komischsten Sachen. Wir tauchen ab in die Unterwelt von Wien und Niederösterreich und verraten Ihnen die Geschichte hinter diesen Orten. Der Bruder von Ludwig van Beethoven, der Johann von Beethoven, hat sogar noch auf diesem Tisch gearbeitet. Wirklich? Über 3 Jahre. Oft ziehen sich Tiere zurück zum Sterben in solche Anlagen. Das heißt, man findet wie hier zum Beispiel oft einfach noch ein fast ganzes Rehskelett. Dieser Mann hat ein Motto. Eng, feucht und dreckig, weil wir uns doch meistens irgendwo durch die Unterwelt durchrobben müssen und es da ziemlich feucht ist und meistens auch ziemlich dreckig. Sein Motto ist Programm. Unterweltfreak Jerry und Freundin Tina sind echte Social-Media-Stars. Bis zu 42 Millionen Menschen verfolgen ihre Abenteuer auf TikTok. Für ihn gilt, umso klaustrophobischer, desto besser. Boah, da müssen wir jetzt runter, Jerry. Da müssen wir runter, ne? Das ist ein ehemaliger Notausstieg aus einem kleinen Luftputzstollen. Ist dir das nicht hin und wieder zu extrem, was dein Freund macht? Sehr grenzwertig. Also die meisten Sachen bin ich dabei. Ich muss sagen, ich bin normal immer sehr ruhig, aber ich bin nicht mehr ganz ruhig jetzt. Ja, du wirst doch noch unruhiger werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Kameramann Wolfgang, wie geht's dir? Ja, ganz okay. Ich muss ja nicht weiter. Und heute sind auch Sie dabei. Kommen Sie mit auf eine Entdeckungstour der Extraklasse. Und jetzt kommt der allerengste Gang, das Allerschlimmste unserer kompletten Tour. Vor dem sogar ich ein bisschen Respekt habe, denn er ist wirklich so eng, er macht einen Knick und er geht leicht darauf. Nein, komm, nein. Doch, einfach nur nein, ruhig atmen. Du darfst doch nicht gar nicht daran denken, dass es so klaustrophobisch ist. Und sobald du dich hingelegt hast, wirst du merken, hast du auch wieder Platz. Okay, nein, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und raus da. Raus. Raus. Unterwelt extrem. Die neue Doku. Heute direkt im Anschluss an das Kurier TV Magazin.
Absolut nichts für Klaustrophobiker und damit ins Burgenland. Erst kürzlich hat es Aufregung gegeben, weil mehrere Bauernläden schließen mussten, weil sie laut Gesetz ins Konzept der Gewerbeordnung gefallen sind. In Strehm hat man jetzt, weil der letzte Kreisler im Ort verstorben ist, die Not zur Tugend gemacht und einen Nahversorgerverein gegründet. Die Einwohner beteiligten sich an einer Bausteinaktion und mit dem Verein Unser Geschäft wurde nicht nur das Problem gelöst, sondern 5 neue Arbeitsplätze geschaffen. Knapp 1000 Einwohner zählt der Ort Strehm im Bezirk Güssing im südlichen Burgenland. Als der letzte Kreisler starb, standen vor allem alte und nicht mobile Menschen vor einem Riesenproblem. Dann kam die rettende Idee. Der Bürgermeister gründete einen Verein, der ein eigenes Geschäft führt und das Konzept ging voll auf. Vor 12 Jahren hat der letzte Kreisler geschlossen und wir sind dann vor der Situation gestanden, dass wir irgendeine Lösung brauchten. Es hat sich kein Selbstständiger irgendwo angetragen und dann haben wir über eine Vereinslösung hier diese Nachfolge angetreten. Wir haben schon von Vereinslösungen gehört, die es in Österreich gegeben hat und nach denen haben wir uns orientiert und dann selbst eben hier den Weg eingeschlagen. Der Plan war einfach, aber genial. Die Bevölkerung war von Beginn an eingebunden und konnte sich mittels Bausteinaktion an der Errichtung des Ladens beteiligen. So entstand ein Wir-Gefühl, das der Idee den notwendigen Input gab. Und heute feiert man 10-jähriges Jubiläum. Wie wichtig ist denn das Geschäft? Sehr, sehr wichtig für uns Alten überhaupt. Nicht? Weil es da nichts sonst mehr ist, noch günstig ist das schon ein Stück. Nicht? Ist das auch ein Treffpunkt, wo die Leute sich treffen und tratschen? Ja, also früher sind wir da öfter, also mit der Corona hat sich das jetzt geändert. Nicht? Ja, ja, es ist ja schön, wenn man zusammenkommt. Nicht? Okay. Die Neuigkeiten erzählt das Strehm. Ja. Gut. Warum ist das gut? Ja, weil ich nicht weit habe. Und man kriegt alles. Nein, ich komme aus Gas, ich war da beim Friseur und ich nutze die Gelegenheit, da einzukaufen, wenn ich da bin. Weil wir haben in Gas kein Geschäft, aber wir haben eins in Eberau. Und ich unterstütze gern die kleinen Geschäfte in den Orten, damit ich nicht weit fahren muss. Und ich finde das ganz toll, dass es die gibt. 200 Kunden pro Tag, die für einen Jahresumsatz von 500.000 Euro sorgen. Das sind beeindruckende Zahlen. Und in der Beliebtheitsskala klettert der Laden immer noch weiter nach oben. Genauso wie damals. Also ist immer so, die Bevölkerung nimmt sehr an. Das Geschäft, nicht? Ein Anfang hat schon ein bisschen gedauert, bis es angelaufen ist. Aber es wird sehr angenommen und wir sind sehr zufrieden. Ja. Wir haben ja hinten auch ein kleines Kaffee-Eck. Wir haben auch einen Kaffee getrunken und haben es trotzdem auch noch kennen, die Leute. Die Bilanz ist natürlich positiv, weil, wie gesagt, wir beschäftigen jetzt seit 10 Jahren hier ständig 5 Frauen, die hier arbeiten. Wir haben Lehrlinge ausgebildet und wir können doch hier jährlich gut 500.000 Umsatz machen, dadurch sehr viel Geld und Wertschöpfung in der Gemeinde oder in der Region halten. Es ist natürlich gemischt. Hauptsächlich sind es natürlich irgendwo Ältere oder Leute aus der Gemeinde hier, die diesen langen Weg in die Einkaufszentren nicht auf sich nehmen können. Also für die sind wir hier natürlich goldeswert. Eine gut funktionierende Nahversorgung wirkt sich positiv auf die gesamte Region aus. Nahversorger stehen für Regionalität und Lebensqualität. Und das Bewusstsein für einen regionalen Wirtschaftskreislauf gibt zusätzlichen Impuls. Ja, bei uns wird die Regionalität sehr groß geschrieben. Wir haben von Haus aus auf diese Regionalität gesetzt und haben ca. 25 Direktvermarkter aus der Gemeinde oder aus den umliegenden Gemeinden, die uns hier jeden Tag mit frischen regionalen Produkten beliefern. Natürlich ist es ein Mehrwert auch für die Direktvermarkter, weil hier ebenfalls Arbeitsplätze gesichert werden und die Wertschöpfung hier in der Region gesteigert wird. Für die Bürger in Strehm ist der Nahversorger aber immer noch ihr Geschäft. Und das wird wohl noch lange so bleiben. In Klosterneuburg beim Leopoldifest war es heute ein recht trüber Dienstag. Auch morgen Mittwoch erwartet uns in Wien, Niederösterreich und im Burgenland ein recht nebeliger Tag. Es kann aus dem Regen auch immer wieder etwas nieseln bei maximal 11 Grad. Am Donnerstag haben wir dann schon etwas mehr Chance auf Sonne. Regenschauer gibt es nur noch selten bei bis zu 12 Grad. Am Mittwoch besuchen wir eine Ausstellung im Landesmuseum Niederösterreich mit Ihnen. Machen Sie es gut, bis morgen.